Langsam, aber stetig, versank die Praios-Schreibe hinter dem sanft geschwungenen Hügeln des Tals. So früh im Jahr wurde es schnell schattig zwischen den Bäumen, die fast bis an den Boden des alten, ausgetrockneten Flussarms wuchsen, in dem die Burg Sturzenstein stand. Von einem kleinen, eigens dafür aufgerichteten Bergfried überblickte sie die überschauliche Ansammlung von Hütten. 8 waren es insgesamt, die innerhalb der befestigten Palisade erbaut worden waren. Vor dem schützenden Holzzaun waren Felder mit Gemüse angelegt und Flächen zum Weiden und Halten von Tieren gerodet wurden. Das laute Schnattern der Gänse, welche soeben zurück ins Innere durch das Tor getrieben wurden, begleitete die kleine Gruppe, die sich im schwindenden Licht aus dem Wald herausschälte. Angeführt von einem stattlichen Mann, der ein gut gerüstetes Pferd an der einen und eine junge Frau an der anderen Hand führte. 3 weitere Gestalten folgten ihnen. Die Wache, die das Tor eigentlich hatte schließen wollen, hielt inne, um den Aufmarsch anzusehen. Ein ungewöhnliches Bild, vor allem um diese Tageszeit. Bevor die Fremden allerdings zu nah an das Tor herantreten konnten, trat der Wächter vor und gebot ihnen einzuhalten. Hey, ihr da! Stehen bleiben! Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Mein Name ist Leowin von Elsternberge, erster Ritter des Hauses von Elsternberge, und dies ist meine Verlobte, Melinka von, Goldbach. Wir befinden uns auf der Durchreise, um den geliebten Sohn eines guten Freundes von mir nach Gareth zu begleiten. Leider ist mein Pferd heute im Wald gestürzt und hat sich das Bein vertreten, sodass wir nicht mehr weiterreiten können. Wir erbitten die Gastfreundschaft Travias vom Burgherrn. Wenn es mich nicht täuscht, sehe ich dort das Banner der von Sturzensteins. Ich diente einst zusammen mit Dagon von Sturzenstein und wir würden gerne seiner Familie Aufwartungen machen. Ja. Ritter, sagtet ihr? Elsternberge? Sagt mir nichts. Ihr habt mit Dagon gedient? Interessant. Mit Gefolge. Verlobter. Wer sind die anderen? Verzeiht, dies ist meine Knappin Aurea. Dies da ist die Zofe meiner Verlobten, Vanya. Und dieser hier ist der junge Bursche, den wir nach Gareth begleiten. Bruder Hector. Er soll in Gareth lernen, wisst ihr? Aha. Euer Pferd sieht aber nicht sonderlich gesund aus. Wartet hier. Ich werde dem Herrn Bescheid sagen. Die Wache zog das schwer aussehende Tor zu. Und man konnte den großen Riegel hören, wie er verschlossen wurde. Leowin blickte fragend in die Runde. Viel hatten die Gefährten nicht gesprochen seit dem Streit im Wald. Aurea war stur vorn weggegangen. Hinter ihr Leowin mit seinem Pferd und Elinka. Dahinter Vanya. Und dann mit einigen Metern Abstand Hector, dem man das Unbehagen förmlich im Gesicht ansehen konnte. Was machen wir denn jetzt? Hat er uns durchschaut? Habt ihr die Orks gesehen im Hof? Was machen Schwarzpelze in einer ehrwürdigen Burg? Hier ist doch irgendwas faul. Schweig, nicht jetzt. Es vergingen bange Minuten. Hinter der Mauer konnte man einige leise Befehle hören. Los, holt euch in eure Hütte, wir haben Besuch. Die Gefährten blickten sich vielsagend an, während die Stille hier vor dem Tor langsam mit jeder verstrichenen Minute unangenehmer wurde. Während Leowin Hippolyta beruhigend zuredete, malte Hector mit dem Fuß vor dem Tor einige Gänsefiguren in den Staub. Vanya blickte sich immer wieder hektisch um und versuchte, durch den kleinen Spalt zwischen den Türflügeln zu spähen. Aurea zupfte unruhig an ihren Röcken herum und versuchte, den Reisestaub notdürftig abzuklopfen, damit sie ein möglichst präsentables Bild abgeben würde. Unterbrochen wurde die Stille durch einen deutlich zu lauten Ausspruch Melinkas. Also wirklich, ganz schön unhöflich, deine Bekannten, uns hier draußen so lange warten zu lassen, als wären wir Gesinde. Ich glaube, wir müssen da mal, wenn wir zurück in Gareth sind, ein ernstes Wörtchen mit dem Graf von Nilsitz reden. Mein Kleid wird hier noch staubiger, entsetzlich. Entweder schienen die Worte Melinkas Gehör gefunden zu haben,
Oder es war Zufall, dass die Wache in diesem Augenblick wieder das Tor öffnete. Diesmal mit einem etwas freundlicheren Lächeln auf dem Gesicht. Der Herr von Stutzenstein empfängt euch und eure Begleiter, werter Herr von Elzenberge. Haltet euch dicht bei mir. Wir wollen ja die Leute nicht in ihrer Abendruhe stören, nicht wahr? Natürlich nicht. Geht voran. Die Wache führte sie durch den Hof. Man konnte mehrere leicht gebaute Hütten erkennen, aber auch ein paar größere Arbeitsgebäude. Aus der Schmiede stieg immer noch ein bisschen Rauch in den leicht geröteten Abendhimmel hinauf. Alles schien friedlich zu sein, und Vanya erkannte sofort, dass die Orks nicht mehr da waren. Eigentlich war keiner der Bewohner zu sehen. Der Hof wirkte wie ausgestorben. Als sie der Wache die große, aufgeschüttete Rampe, die hinauf zum Tor des Borgfrieds führte, folgten, blieb Aurea auf einmal stehen, sodass Ektor beinahe in sie hineingerannt wäre. Eine hohe, klagende Melodie schwebte über dem Burghof, leise und beinahe körperlos, wie von einem Windspiel, und doch voll Traurigkeit. Huch! Was ist denn, Aurea? Es ist unhöflich, stehen zu bleiben. Hörst du das? Was? Na, da singt jemand. Eine Frau, glaube ich. Jetzt, wo du es sagst? Ja. Wunderschön. Aber auch traurig. Ja. Es scheint da oben aus dem Turm zu kommen. Kommt ihr beiden? Hör mal, das Lied. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe da eben eine Frau am Fenster stehen sehen. Da oben. Ich sehe da nichts. Sie ist ja auch schon wieder weg. Nach ein paar ermahnenden Worten der Wache wurden die fünf in die große Eingangshalle geführt, die bis auf wenige Truhen leer zu sein schien. Eine große Treppe führte in das Obergeschoss. Und eine imposant wirkende doppelflügelige Tür versperrte die Sicht auf Bereiche, die sich im Inneren des Bergfrieds befanden. Ein merkwürdiger Geruch lag in der Luft. Er war schwer zu identifizieren. Irgendeine Mischung aus Raubtier, Schwefel und irgendeinem aufdringlichen Duftwasser. Wartet hier. Jast, der Knecht des Herrn, würde euch gleich in Empfang nehmen. Ich werde mich um eure Pferde kümmern. Sehr wohl. Habt Dank. Es scheint ja soweit alles gut zu gehen. Hoffen wir, dass der Burgherr auch von uns überzeugt sein wird. Tief Luft holen, Ektor, sonst platzt du noch. Schon gut. Oh je, was ist denn das für ein beißender Gestank hier? Ja, wirklich merkwürdig. Es riecht ein bisschen nach Schwefel. Sie hatten keine Zeit, sich lange um den Geruch Sorgen zu machen, denn ein Knecht holte sie ab und führte sie die Treppe hinauf in einen großen Speisesaal. Der Raum war dominiert von einer langen Tafel. Die Fenster waren mit farbenfrohem Glas verkleidet und konnten doch nicht ganz verhindern, dass der Wind sich pfeifend seinen Weg durch den Raum suchte. Bunte Fenster galten als Zeichen von Reichtum und Geld, aber diese hier hatten sicher schon bessere Tage gesehen. An den Wänden erkannte Aurea neben bunten Zierteppichen etliche Jagdtrophäen, die sie einerseits staunen ließen, sie andererseits aber auch merkwürdig verstörten. Unter anderem sah sie ein wirklich prächtiges Hirschgeweih mit 14 Enden. Am Ende des langen Tisches saß ein alter und ergrauter Mann mit einem fein gestutzten weißen Bart in einer Art Thronstuhl. Er blickte sie freundlich, aber deutlich abschätzend an. Travia zum Gruße, werter Herr von Elsternberge. Es ist mir eine Ehre und Freude, euch und euer Gefolge in meinem bescheidenen Haus begrüßen zu können. Die Ehre liegt ganz bei uns. Meine Verlobte und ich danken euch vielmals, dass ihr uns empfangt. Möge die Herrin des Herdfeuers euch diese Geste der Gastfreundschaft vergelten. Der Segen der Herren Travia liegt schon auf diesen Hallen. Seit der Grundsteinsetzung.
Aber was führt euch in meine Ländereien? Es ist selten, dass wir hier Besuch bekommen. Meine Verlobte und ich sind auf dem Rückweg nach Gareth, wo wir den Travierbund auf meinem Gut und mit dem Segen ihres Vaters eingehen wollen. Uns begleitet eine ihrer Zofen und meine Knappin. Außerdem trage ich im Moment die Verantwortung für das Wohl des ältesten Sohnes eines Freundes von mir, der in Gareth die Weihe der Herdmutter erhalten soll. Wir befinden uns seit einigen Tagen auf der Durchreise und sind wohl leider ein wenig vom Wege abgekommen, als mein treues Schlachtross vor einem gar abscheulichen Getier scheute und mit meiner Verlobten stürzte, wobei es sich an der Fessel verletzte. Gelobt sei Perrine, dass niemandem sonst etwas passiert ist. Und wie wir uns in dieser unglücklichen Lage wiederfanden und die Nacht über uns hereinbrach, da muss es die Herrin Hesinde persönlich gewesen sein, die mich an einen alten Weggefährten erinnerte. Ein Verwandter von euch, Dagold Tausendschlag von Sturzenstein, mit dem ich einst im Kriege die Schwerter zum Schutz unserer Heimat zog. Er erzählte mir damals von diesem Anwesen und herrlichen Sommerabenden, die er hier im Kreise seiner Liebsten verbrachte, und ich entschied mich, seiner Familie Aufwartung zu machen und um Hilfe zu bitten in dieser schweren Stunde. Wie sonst könnte ich den Verwandten desjenigen, der mein Schildbruder im Kampfgetümmel war, Ehre erweisen? Schließlich retteten wir einander ein ums andere Mal das Leben, und obwohl er viel erfahrener war als ich, erkannte er mich trotz meiner jungen Jahre als gleichwertigen Ritterbruder an. Nie fühlte ich mich stolzer als an diesem Tage. Ihr habt, wie ich hörte, auch einst für das Reich, den Kaiser und die Ehre Rondras gestritten. So sind wir wohl Brüder, nicht nur im Geiste, sondern auch an der Waffe? Vom Kampfgetümmel der Schlachten habe ich mich schon längst zurückgezogen. Die Heldentaten meiner Jugend zieren ein anderes Kapitel meines sehr bewegten Lebens. Ich bin nicht mehr der Jüngste und das Alter bringt doch manches Gebrechen mit sich. Das werdet ihr auch noch im eigenen Leibe erfahren, wenn ihr eines Tages aufhört, den jugendlichen Leichtsinn dem Glück hinterher zu jagen. Doch auch verstehe ich eure Notlage, Herr von Elsternberge und edler Rittersbruder, denn verlangt nicht auch die Kurtoise, unser edler Kodex von uns stets treu unseren Schwüren und großzügig gegenüber unseren Nächsten zu sein? Wahrlich, was wäre ich ein Streiter Rondras, wenn ich nicht auch die guten Tugenden der Herren Travia, die einst mein Herdfeuer segnete, ehren würde. Zumal sich, wie ihr sagt, einer ihrer zukünftigen bescheidenen Diener in eurem Gefolge befindet. Und auch dem edlen Gemüt eurer zukünftigen Braut will ich nicht mit den Sorgen und Gefahren einer nächtlichen Reise belasten. Glaubt es mir, drückt die Last der Welt erstmal auf den zarten Schultern eures Weibes, so sind ihre Tage in Schönheit bald gezählt. Nein, mein edler Freund, ich will euch die Gastfreundschaft gewähren. Zumindest bis die Wunde eures Pferdes einigermaßen verheilt ist. Doch muss ich auch auf meine gebrechliche Gesundheit achten. Nicht nur plagt mich mein krummes Bein Tag und Nacht, auch die Gesellschaft, sei sie noch so edel und bereden, macht mich müde. Auch dies ist ein Grund, warum ich dem Garether Hof schon lange nicht mehr beiwohne. Das Geschwätz der Hofdame mag ja für die Kurzweil erquicklich sein, aber es fehlt ihnen doch reichlich an Verstand und Weltwissen. Aber schön anzusehen sind sie, das mag ich zugestehen, genauso wie eure Verlobter, wenn ihr mir die Bemerkung gestattet. Wenn ich noch jünger wäre und im vollen Saft meiner Jugend stünde, wäre es durchaus ein Anreiz, um ihre Hand bei einem der zahlreichen Turniere zu streiten, denen ich als junger Bursche beiwohnte. Bessere Zeiten, mein Gutester. Aber um es nochmal genauer zu sagen, für 3 Tage dürfte ich hier auf meiner Burg rasten.
Einer meiner Knechte kennt sich hervorragend mit Rössern aus und wird auch eures schnell wieder auf die Beine bringen. Bis dahin will ich euch bitten, auch wenn ich mir sicher bin, dass ihr die Tugenden der Zwölfe genauso ehrt und verteidigt wie ich, euch an das Gastrecht zu halten und euch nicht in meinen Haushalt einzumischen. Ich brauche meine Ruhe und meinen Frieden, denn diese beiden schätze ich am allermeisten. So soll es geschehen, und habt viel Dank, mein edler Ritterbruder. Denn auch wenn ihr nicht mehr in die Schlacht zieht, so seid ihr es noch im Herzen. Und die Götter werden es euch vergelten. Wir wollen eure nächtliche Ruhe nicht weiter stören, denn auch wir sind müde, und gerade an meiner Verlobten steckt der Schreck vom Sturze noch in den Knochen. Als wir den Wald verließen, konnte sie gar nicht aufhören zu zittern. Wenn ihr uns einen Ort zuweist, an dem wir ein bescheidenes Mahl und eine Schlafstatt finden, werden wir uns voller Dankbarkeit dorthin zurückziehen und den Göttern für eure Großzügigkeit danken. Ich bin mir sicher, mein junger Freund wird bei seiner Patronin eure Ehrerbietung gegenüber ihren Gesetzen loben. Dies ist nun wirklich der Ehre zu viel, mein edler Herr. Es ist auch die Bescheidenheit, die unseren Stand in Ehren hält, und ich erfülle lediglich voller Stolz und Demut meine Pflicht als Gastgeber. Lasst euer Gesinde in der Küche versorgen, aber euch und eurer Verlobten will ich das, was vom Abendmahl übergeblieben ist, erwärmen und auf euer Schlafgemach bringen lassen. Dort ist es heimeliger als in dieser leeren und großen Halle. Jana! Führe den edlen Herrn und seine Dame ins Gästezimmer und sorge dafür, dass sie die Möglichkeit bekommen, sich den Staub der Reise abzustreifen. Es soll ihnen an nichts mangeln, auch wenn unser Haushalt ein bescheidener ist. Jastir wird sich um euer Gesinde kümmern und ihnen Schlafplätze zuweisen, wo wir sie aufbringen können. Ich stehe mit meinem Wort dafür, dass sie ihrer Stellung angemessen sein werden. Doch jetzt entschuldigt, dass ich mich zurückziehe. Das alte Bein schmerzt und ich muss mich hinlegen. Eine gesegnete Nacht wünsche ich euch. Möge der Herr Boron über eure Träume wachen. Ich lasse euch morgen zum Frühstück wecken. Ich vermag mit Worten gar nicht auszudrücken, wie dankbar wir euch sind, edler Herr. Ruht wohl und bis morgen. So trennten sich die Wege. Leovin und Melinka wurden von Janna, der stämmig gebauten Magd mit strähnigem braunen Haar, in die zweite Etage gebracht, in ein bescheiden eingerichtetes Gästezimmer. Neben einem großen Himmelbett beherbergte der Raum noch eine Kommode, auf der eine Waschschüssel und eine Kanne standen, sowie einen großen Sessel und einen Tisch mit zwei Stühlen. Die Luft roch abgestanden und staubig. Oh, das ist aber lange nicht benutzt worden hier. Ah, immerhin ein gutes Bett. Ist das staubig? Leovin, kannst du bitte ein Fenster öffnen? Aber natürlich, Teuerste. Hervorragend, mein Liebster. Ah, frische Luft. Wo schläfst du denn, mein Geliebter? Ich dachte hierbei... Bei mir? Aber nein. Noch haben wir den Travia-Bund doch noch nicht geschlossen. Hey, ihr da. Wie war euer Name noch? Jonna? Jinna? Jana, werte Herrin. Ja, natürlich. Es schickt sich nicht, dass wir in einem Bette nächtigen. Bringt meinem Verlobten wenigstens ein paar Decken, damit er auf dem Sitzmöbel dort drüben nächtigen kann. Sehr wohl, gnädiges Fräulein. Ich soll auf dem Sessel da... Ach und, Jammer? Wie kann ich der Dame noch behilflich sein? Mir ist nach einem Bade. Gibt es in diesem Hause, wenn es schon keine getrennten Gästezimmer gibt, wenigstens eine Möglichkeit dazu, mich zu waschen? Ich werde einen Badezuber bringen lassen. Sehr wohl, Herrin. Na,
Was ist? Dann laufe sie. Husch, husch. Ich kann es nicht erwarten, mir den Staub der Straße abwaschen zu können. Ich werde mich beeilen. Ich werde mich beeilen. Was? Verzeiht. Ich werde mich beeilen, Herrin. Na, geht doch. So viel Zeit muss sein. Melinka, übertreibe es nicht. Wir sind hier Gäste. Ja, und ich bin die Verlobte eines Ritters. Das Gesinde ist es doch sicher gewohnt, dass so hohe Damen wie ich sie so herumscheuchen. Anders würde das auffallen. An dir ist wahrlich eine Schauspielerin verloren gegangen. Nicht wahr? Irgendwann, wenn wir zu Hause in Garret auf deinem Anwesen zusammen sind, so ganz offiziell, ist es dann auch so, dass wir Bedienstete haben? Garret, ja, Moment, soweit ist, Ach, das wird schon. Zur Not nehmen wir Vala mit. So, und nun dreh dich um, während ich mich für das Bad auskleide. Na na, anstarren schickt sich nicht für einen Edelmann. Ja, vielleicht solltest du mit dem Bad bis nach dem Essen warten. Das ist zwar nicht die Antwort, die ich mir erhofft hatte, aber vielleicht hast du recht. Schade. Dann muss mir Vanya wohl beim Baden zur Hand gehen, wenn du das jetzt nicht machen möchtest. Die Herrschaften, das Essen ist bereit. Wo darf ich es hinstellen? Ah ja, natürlich. Einen Moment noch. Der Koch brachte ihnen ein üppiges Abendessen. Und auch Melinkas Wunsch nach einem Bad wurde nachgegangen und man stellte ihr ein Badzuber mit heißem Wasser bereit. Aurea, Hector und Vanya hingegen folgten Jast, der ihnen ausschweifend und auffällig uninteressante Details zu den Räumlichkeiten erzählte. Vor allem aber legte er Wert darauf, den Dreien genauestens zu erklären, in welche Räume sie sich am besten nicht verirren sollten. Nach einer gefühlten Ewigkeit gelangten sie über eine enge und steile Gesindetreppe nach oben in die zweite Etage, über einen schummrigen Flur in die Gesindeküche, wo jeder von ihnen einen Teller mit einem spärlichen Abendmahl von Koch Ysil in die Hand gedrückt bekam. Dieser musterte sie mit stechenden Augen. Hier könnt ihr das aber nicht essen. Da ist eine Küche und kein Speisesaal. Aber sicher, Ysil. Ich wollte die Fremden nur auch kurz mit den Räumlichkeiten vertraut machen. Da habt ihr eure Schüsseln und jetzt macht euch fort nach oben. Hab Dank, gnädiger Herr. Die Herrin Travia wird euch eure Gastfreundschaft sicher danken. Na, wenn ihr meint. Und nun trollt euch. Gewiss, gewiss. Verzeiht, die etwas ruppige Art von Ysil, Bruder Hector. Er meint es nicht so. Alles, was zählt, ist der gute Wille. Wo ist denn nun der Platz zum Essen? Oh, verzeiht. Folgt mir. Wir gehen ins Dachgeschoss. Vorsicht, die Treppe ist etwas steil. Wartet, ich gehe vor. Jast führte sie noch ein Stockwerk höher und sie erreichten einen Flur, in dessen Mitte ein großer Tisch stand, an dem bereits ein paar Hausdienerinnen und Hausdiener vor ihren Tellern und Schüsseln saßen und ihnen schon neugierige Blicke zuwarfen. Wir haben Gäste bekommen. Ein Ritter und seine Verlobte machen unserem Herrn ihre Aufwartung. Albe, die Zofe und die Knappin des edlen Herrn von Elsternberge werden bei dir und Janda in der Kammer unterkommen. Dem jungen Herrn werde ich mein Bett zur Verfügung stellen. Dieser Vorstellung durch Jast folgte eine gemurmelte Begrüßung und das Scharren von Füßen, als die Angestellten zusammenrutschten, um den drei Freunden am Tisch Platz zu machen. Hector setzte sein strahlendstes Lächeln auf und nahm neben einer der Mägde Platz. Travia zum Gruße. Ich bin Hector. Und wer bist du? Hector erntet nur ein kurzes Nicken. Und dann vergrub die Frau ihr Gesicht wieder hinter den langen Haarsträhnen, die ihr fast in den Brei hineinhingen. Eine Antwort aber erhielt er nicht. Jetzt sei doch nicht so, Janna. Begrüß den Jünger der Travia doch, wie es sich gehört. Hallo. Ja. Also das muss reichen. Los, Vanya, setz dich. Es ist unhöflich, da so rumzustehen. Travia zum Gruße. Es tut uns wirklich leid, dass wir euch solche Umstände machen. Aurea rutschte auf der gegenüberliegenden Seite auf die Bank und ließ ihren Blick schweifen. Der Flur hatte keine Fenster und wurde nur von zwei Öllampen in ein spärliches Licht getaucht.
Insgesamt führten 9 Türen in die angrenzenden Räume. Dementsprechend miefig war der Raum. Der Duft des Essens paarte sich mit Schweiß und Ledergeruch. Darüber lag das rußige Aroma des Rauchs der Öllampen. Aurea kaute nachdenklich. Dieser Hagol hatte ja eine beeindruckende Rede geschwungen, wobei Leowin ihm da nichts nachgestanden hatte. Das musste sie zugeben, aber sie fragte sich, ob er tatsächlich einfach nur seine Ruhe haben wollte oder ob das ein Vorwand gewesen war. Er hatte auf jeden Fall ziemlich deutlich gemacht, dass ihm viel daran lag, Einmischungen in seine Angelegenheiten bereits im Keim zu ersticken. Auch Leowin hatte so anders geklungen bei seiner Rede, so aufgesetzt. Ob das der höfische Sprech war oder ob er nur sehr gut schauspielern konnte? Naja, zunächst einmal war es wichtig, mehr über dieses Gebäude herauszufinden. Und wer sollte ihnen da besser Auskunft geben können als der treue Knecht? Eine Frage erst. Wäre es vielleicht möglich, dass du uns zeigst, wo sich das Gästezimmer befindet, sobald wir die Mahlzeit beendet haben? Vanya soll der Dame bei der Abendtoilette zur Hand gehen. Und zudem hat es sich auf der Reise so eingebürgert, dass Bruder Hector des Abends noch eine kleine Andacht hält. Und wir möchten nur ungern mit dieser liebgewonnenen Tradition brechen, wenn du verstehst. Das werde ich. Und darüber hinaus werde ich euch auch nochmal zeigen, in welchen Bereichen der Burg ihr euch sonst aufhalten dürft. Nicht auszudenken, wenn einer von euch aus Versehen in die Privatgemächer des Herrn stolpern würde. Oder gar den Herrn Lederer bei seiner Arbeit stört. Also das würden wir natürlich um jeden Preis vermeiden wollen. Nicht wahr, Manja und Hector? Aber auf gar keinen Fall. Macht euch da mal keine Sorgen. Wir werden das Gastrecht natürlich achten und sind dem Herr von Sturzenstein sehr dankbar, dass er uns dieses gewährt hat. Und so war es beschlossene Sache. Nachdem sie ihre ansonsten auffällig schweigsame Mahlzeit beendet hatten, nicht einmal Hector war es mit seinen Versuchen, Smalltalk zu machen, gelungen, wenig mehr als ein Aha oder Jawohl aus dem Hauspersonal herauszubekommen, zeigte ihnen Jast zunächst ihre jeweiligen Schlafstätten. Gefolgt von einem weiteren ausladenden Rundgang durch das alte Gemäuer, welches wieder von einigen wirklich auffällig belanglosen Erklärungen begleitet wurde. Und er führte sie schließlich zum Gästezimmer, in dem noch die Überreste des deutlich üppigeren Abendessens von Leowin und Melinka sowie ein Badezuber standen. Und hier schließlich ist das Gästezimmer. Und damit ziehe ich mich dann erst einmal zurück, damit Vanya ihrer Pflicht walten kann. Solltet ihr oder eure Dame noch etwas benötigen, Herr von Elsternberge, so schickt am besten Aurea. Sie weiß, wo sie mich finden kann. Sieh an, die feine Dame hat sich ein Bad richten lassen. Es scheint so, als würde sie sich in ihrer Rolle ja sehr wohl fühlen. Sogar schon fast zu wohl, wenn du mich fragst. Naja, das soll ja auch alles irgendwo glaubhaft wirken. Und da gehört ein Bad nach einer Reise auf der Straße eben auch dazu. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ah, da seid ihr ja. Lady Melinka hat bereits auf dich gewartet, Vanya. Aber ich denke, wir werden uns zuerst der götterfürchtigen Andacht widmen. Wohlan, Bruder Hector. Ja, natürlich. Einen kleinen Augenblick, ich bin gleich soweit. Lasst uns doch in die Kapelle gleich nebenan gehen. Wir sollten der Andacht einen angemessenen Rahmen geben, jetzt wo wir die Möglichkeit dazu haben. Außerdem können wir uns dort auch ungestört unterhalten. Eine hervorragende Idee. Dann geht vor, ihr drei. Darf ich euch den Arm reichen, meine Teuerste? Aber mit dem allergrößten Vergnügen, mein Liebster. Vanya, nimm das Kissen von dem Stuhl dort mit. Die Bänke in Kapellen sind doch häufig sehr hart. Aber natürlich, wie ihr wünscht, gnädige Frau. Aurea sah, wie der Zorn in Vanya stärker wurde. Und sie legte ihr beschwichtigend eine Hand auf den Arm. Sie konnte ihre Freundin ja gut verstehen. Am liebsten hätte sie Melinka ihrerseits gern mit ein paar deutlichen Worten zu verstehen gegeben, dass sie den Bogen nicht überspannen sollte. Kaum waren sie alle in der Kapelle, schloss die Zwergin die Tür hinter der ungleichen Reisegesellschaft, zu der sie geworden waren, presste das Ohr an die Tür und atmete mit einem tiefen Seufzen aus, als sie keine Geräusche hören konnte.
Ich glaube, auf dem Flur ist niemand. Aber wir sollten trotzdem vorsichtig sein. Irgendetwas geht hier vor sich, das spüre ich einfach. Ihr und der Herr von Sturzenstein habt zwar viele blumige Worte gebraucht, aber es scheint so, als wäre das, was nicht ausgesprochen worden ist, viel interessanter. Ich denke, ihr habt einen wirklich wachen Verstand. Auch mir scheint es, als würde hier mehr vor sich gehen, als der alte Kauz uns weismachen wollte. Normalerweise würde man auch zusammen mit seinen Gästen speisen oder zumindest einen Becher Wein leeren. Sein Benehmen grenzte schon fast an die Unhöflichkeit. Ich denke, wir müssen sehr umsichtig vorgehen. Sollte er auch nur einen leisen Verdacht bekommen, dass etwas nicht stimmt, dann stehen wir wahrscheinlich schneller wieder auf der Straße, als wir die Zwölfe mit euch sagen können. Na, das könnt ihr aber laut sagen. Ist euch der komische Geruch aufgefallen, als wir in der Eingangshalle gewartet haben? Jetzt, wo du es sagst, ja. Ich schätze mal, die Ursache dafür ist das Labor von diesem Alchemisten. Lederer ist sein Name. Das Labor eines Alchemisten? Das wird ja immer interessanter, aber woher wisst ihr davon? Vielleicht sollten wir erstmal der Reihe nach beginnen. Also, wir haben von Jast eine Führung bekommen. Es war ihm sehr wichtig, uns deutlich zu machen, wo wir nichts zu suchen haben. Ich kenne mich jetzt ja nicht so aus, aber ich war doch ein wenig überrascht, wie vehement er auf manche Dinge hingewiesen hat. Wir sind im Dachgeschoss untergebracht. Dort sind auch die Unterkünfte des Gesindes, inklusive des Kochs und seiner Frau. Außerdem wohnen dort auch die Soldaten und ihre Hauptfrau. Insgesamt geht es ziemlich eng her. Und dabei glaubt ihr Menschen immer, dass wir an Groschim in den Höhlen in beengten Verhältnissen leben. Ich glaube, ihr solltet den Vergleich mal sehen. Naja, es sind, aber nach allem, was ich aus Erzählungen gehört habe, ganz normale Lebensverhältnisse für einfache Hausangestellte und Soldaten. Und immerhin, das Dach ist dicht und das Stroh scheint frisch zu sein. Du hast ja recht. Ich vergesse immer wieder, dass wir in Erlenruh wohl wirklich sehr behütet und auch irgendwo privilegiert gewesen sind. Aber weiter. Wer weiß, wie lange wir hier ungestört sind. Also, auf dem Stockwerk hier ist die Küche, eine Art Bankettsaal mit einer langen Tafel und grausligen toten Tieren an den Wänden. Das sind eben Jagdtrophäen. Ich finde sie trotzdem unheimlich. Wie soll man nur gemütlich eine Mahlzeit einnehmen, wenn man aus lauter seelenlosen Augen beobachtet wird? Aber gut, ich denke, das werde ich auch nicht müssen. Das Zimmer, neben dem, das ihr bewohnt, Leowin und Melinka, ist das Arbeitszimmer von Sturzenstein. Und dahinter liegt wohl sein Gemach. Jast hat keinen Zweifel daran gelassen, dass wir uns von dort lieber sehr weit fernhalten sollten. Aber so knurrig, wie der Alte drauf war, kann ich auch gut auf eine nähere Bekanntschaft verzichten. Ja, aber richtig spannend wird es doch eigentlich dort, wo wir hereingekommen sind. Die Eingangshalle haben wir ja alle gesehen. Aber es gibt einen Waschraum mit einem direkten Zugang zu einem Brunnen. Aber viel spannender ist, dass sich auch dort das Labor des Alchemisten befindet. Ich habe versucht, mehr als nur seinen Namen aus Jast herauszubekommen, aber nichts zu machen. Er sagt, dass es ihn nichts anginge, wie ihn sein Herr in seine Dienste stelle, und dass es ja auch kaum unsere Sorge sein müsste. Vielleicht könnt ihr ja mehr erreichen, Herr von Elsternberge. Ein Alchemist ist jetzt nicht das, was ich auf so einer abgelegenen Burg erwartet hätte. Vielleicht ist er eine Bekanntschaft aus der Zeit am Hof in Gareth. Ich werde schauen, was ich in Erfahrung bringen kann. Gehe ich recht in der Annahme, dass dieses Labor ebenfalls zu den Bereichen gehört, in denen keine Besucher erwünscht sind? Ihr sagt es, Herr von Elsternberge. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich glaube, das ist doch besser so. Alchemisten scheinen sich ja mit allerhand Dingen zu beschäftigen, die für den Unwissenden gefährlich werden können. Weiter unten befinden sich die Vorratskeller. Jast meinte, dass wir besser nicht dort hinuntergehen, da die Stufen sehr ausgetreten und oft glitschig sind. Und er sich nicht feucht erklären müssen möchte, wenn einer von uns stürzt. Ja, als ob. Ich würde darauf wetten, dass sie dort etwas verbergen. Also inzwischen glaube ich ja auch, dass hier etwas nicht ganz stimmt. Das Personal ist so abweisend,
Aurea hat Orks hier gesehen und keiner scheint sie zu erwähnen. Dann dieser Alchemist und der schweflige Gestank da unten. Und über diese singende Frau wollte Jast uns auch nichts erzählen. Bisher wirkt das alles etwas merkwürdig. Ich fühle mich hier definitiv unwohl. Und Meister Patras sagt immer, ein Haus, das dir kein einladendes Gefühl vermittelt, ist immer verdächtig. Habe ich dir doch gleich gesagt, Ektor. Aber auf mich hörst du ja nicht. Vielleicht sollte ich mich einfach heute Nacht mal nach unten schleichen und wir schauen uns an, was es mit dem Alchemisten auf sich hat. Und wenn du entdeckt wirst, Vanya, was dann? Nein, wir müssen erst noch mehr in Erfahrung bringen. Und das können wir nur, wenn wir uns zunächst unauffällig verhalten. Ich würde auch nicht wollen, dass du etwas zustößt, Vanya. Und ja, entschuldige, ich war ungestüm. Aber als du das mit der Herrin Travia gesagt hast, da... Ist gut, Ektor, ist gut. Wir haben Wichtigeres zu tun. Wie wäre es denn, wenn ihr morgen gepflegte Konversation betreibt und wir uns ein wenig bei den einfachen Leuten umhören? Jast hat gesagt, dass sich der Stall, in dem euer Pferd untergebracht worden ist, außerhalb des Bergfrieds bei den Hütten der Ansiedlung befindet. Als Knappin ist es ja meine Aufgabe, dort nach dem Rechten zu sehen. Ektor könnte mich begleiten und mit den Bewohnern in Kontakt treten. Gut wäre es auch, wenn wir mit den Mägden ins Gespräch kommen könnten. Ich weiß, dass dir dieser Vorschlag ganz und gar nicht gefallen wird, Vanya. Aber vielleicht könnten wir behaupten, dass Melinka dir aufgetragen hat, ihre Wäsche zu waschen. Jetzt, wo wir ein paar Tage hier Quartier bezogen haben. Ich soll was? Psst! Du weißt, dass ich so einen Vorschlag nicht machen würde, wenn mir was Besseres einfallen würde. Aber das deckt sich gut mit unserer Geschichte. Und wir beide wissen, dass beim Waschen oft getratscht wird. Wenn es denn sein muss. Aber lasst mich eins gesagt haben. Melinka, ich tue das hier für die Kinder und glaub ja nicht, dass es mir Spaß macht. Und treib es nicht zu weit, sonst vergesse ich mich irgendwann. Da, Leovin. Ich habe überhaupt nichts gesagt und getan. Ganz im Gegenteil, das war die Idee von Aurea. Und ich werde nur dafür angegangen und bedroht. Ich glaube, es war für uns alle ein langer Tag, der unsere Geduld ziemlich auf die Probe gestellt hat. Die drei hatten eine kurze Nacht voller Sorgen. Ich bin erstaunt, dass sie überhaupt noch aus eigener Kraft auf den Beinen stehen können. Entweder stecken in euch größere Kräfte, als man ahnt, oder ihr seid ausgesprochen stur. Wir machen es so, wie Aurea es vorgeschlagen hat, und treffen uns morgen zur Travia-Stunde wieder hier. Und solange begraben wir am besten die kleinen Zwistigkeiten. Das sollte uns genügend Zeit geben, um einen ersten Überblick zu bekommen. So machen wir es. Dann ab in die Betten mit euch. Gebt auf euch Acht. Und Vanya? Ja, Herr von Elsternberge? Vanya, ich weiß, dass du den Dingen am liebsten sofort auf den Grund gehen möchtest. Aber ich bitte dich inständig, heute Nacht die Füße stillzuhalten. Ich möchte nicht, dass einer von euch in Schwierigkeiten gerät. Verstanden? Wir werden uns der Sache annehmen, darauf gebe ich dir mein Wort. Aber mit Verstand und Kalkül. Wenn ihr darauf besteht, die Kinder können sicher noch eine Nacht länger leiden. Ja, ich bestehe darauf. Schließlich bin ich Leovin von Elsternberge. Ich glaube nicht, dass sich hier jemand traut, Kinder zu foltern, während hohe Gäste zugegen sind und Zeugen werden könnten. Ach, Vanya? Was denn noch? Nur ruhig. Ich werde dir morgen saubere Wäsche mitgeben. Dann kannst du vorgeben zu waschen und die Zeit zum Spionieren nutzen. Wäre das was? Du willst was? Danke. Na, geht doch. Ich will ja eine lächelnde kleine Zofe haben, nicht wahr? Lächeln. Melinka, verdirb die gute Tat nicht direkt wieder. Was denn? Also erholt euch. Ihr alle habt in den letzten Stunden viel geleistet und seid harten Prüfungen unterworfen worden. Wir müssen mit Bedacht vorgehen und uns unauffällig verhalten. Streitigkeiten helfen uns nicht weiter, also reißt euch zusammen. Wohlgesprochen, Herr von Elsternberge. Nun denn, wir sollten aus der Not eine Tugend machen und vor dem Schlafgehen noch um den Segen der Herrin beten. Nach Ektors kleiner Andacht stiegen Vanya, Aurea und Ektor mit bleiernen Gliedern die Treppe ins Dachgeschoss hinauf und wünschten sich eine gute Nacht.
Die Zimmertüren der anderen Räume waren schon zugesperrt, aber man konnte hinter der ein oder anderen Tür noch einen Kerzenschein erkennen. Leovin hatte recht gehabt. Jetzt, da die Anspannung und die Aufregung so langsam wich, wurde jedem von ihm bewusst, wie erschöpft sie waren. Ihre Glieder waren bleischwer. Ektors verheilte Wunde meldete sich noch einmal unangenehm zu Wort. Aureas Füße schmerzten vom langen Marschieren, und kaum, dass sie ihre jeweilige Schlafstadt erreicht hatten, segnete der Herr Boron alle mit wohligen Träumen. Ja, sogar Vanya, die sich eigentlich vorgenommen hatte, in der Nacht noch aktiv zu werden. Das gemütliche Schnarchen der drei Freunde wurde untermalt von einer hohen Frauenstimme, die leise, traurig in die Nacht sang.